der erste Vortrag in Richtung Grundlagen. Jetzt wurden hier so high fancy Projekte vorgestellt und jetzt erzähle ich hier so ein bisschen was über Grundlagen. Ich weiß nicht, ob ich damit so den Nerv treffe, also welches Niveau hier sozusagen ist. Ich habe es aus meiner Sicht relativ, ja, von den Folien zumindest mal auf eher Anfänger ausgelegt. Vielleicht, wenn man sich dann so ein bisschen rückmeldet, wenn ich schneller, wenn ich mehr Gas geben kann, oder vielleicht können wir auch durch vertiefende Fragen auch einige Themen dann vertiefen. Da bin ich relativ flexibel. Wenn keine Fragen gestellt sind, dann können wir gleich in einer halben Stunde durch und dann haben wir den Zeitplan. So, ich habe am Anfang, das ist relativ unstrukturiert, aber da ich hier auch nicht bezahlt werde, muss ich damit leben. Ja, am Anfang habe ich so mit Folien angefangen. Mikrocontroller, Mikroprozessor, was ist denn so der Unterschied? Kann man heute gar nicht mehr so richtig sagen. Ja, das sind so Tendenzen. Ein CPU oder so ein Prozessor, der hat RAM, viel RAM und alles ist eigentlich RAM. Ja, so ein ganz bisschen BIOS oder so ist da vielleicht dann mal Flash. Ja, hat so gut wie keine On-Chip-Peripherie. Klar kann man dann sagen, der hat auch irgendwelche Memory-Controller oder was weiß ich drauf. On-Chip-Peripherie im Sinne von ja, Timer oder teilweise auch noch, aber AD-Wandler, serielle Schnittstellen oder sowas sind da eher nicht anzutreffen. Wenn man so ein Motherboard bei seinem PC aufmacht, dann sind da eine ganze Menge Chips, bis die ganze Suppe zum Laufen kommt. Mikrocontroller ist heutzutage gerne exakt ein Chip. Spannung, dort, Takt braucht man nicht mal mehr mit den Termin. Ja. Mikrocontroller im Gegensatz dazu, wenig RAM, Flash ist im Chip mit drin, Peripherie an Bord, Timer, AD-Wandler, Kommunikationsschnittstellen, da ist ein Chip und die Software läuft aus dem Flash und zwar sofort beim Einschalten. Ja, da gibt es also nicht diesen Bootstrap, wo man dann erstmal das BIOS hat, dann muss das BIOS gucken, ob es eine Festplatte gibt, dann wird da irgendwie was geholt, der mit Linux wird dann der Kernel geladen und entpackt und dann gestartet und dann wird geguckt, ob es eine Datei mit einem INI gibt. Beim Mikrocontroller ist es tendenziell einschalten, Reset Vector los. So, das hat mir so gefallen, diese Folien, das habe ich ein paar andere Folien gemacht, die vielleicht ein bisschen am Thema vorbeigehen. Ja, EEPROM versus Flash. Ja, was ist da so tendenziell? Ja, die Aussagen sind nicht immer zu 100% richtig. Ja, ein EEPROM heißt Electrically Reasonable Programmable Read-Only Memory, ist byteweise löschbar, ja, byteweise programmierbar, eine einfache Schnittstelle, einfach schreiben heißt programmieren, dann ist das Ding mal für eine Weile im Schlafmodus, aber dann ist das Byte dann auch drin. Flash ist dann sektorweise, ja, das heißt man hat immer einen bestimmten Bereich, gerne in 8, 16K, also in solchen Blöcken mit Zweierpotenzen, da löscht man das Ding, den Flash-Baustein, und weiterer Unterschied ist, die Kommunikation mit dem Flash-Baustein ist ein bisschen komplizierter. Ja, da gibt es bestimmte Flash-Befehle. Man wundert sich manchmal, wenn man die mal aus Versehen absetzt, wenn man meint, da ist RAM und man setzt dann mal so ein Ding ab. Im Debugger sieht das dann sehr schön aus, weil dann ist auch mal der Speicher weg. Ja, für den Prozessor sieht das gar nicht lustig aus, weil der, wenn der einen neuen Befehl holen will vom Flash, kriegt der im Prinzip eine Statusmeldung zurück und versucht das dann als Befehl dann zu interpretieren. Das sind so Situationen, wo dann auch ein Debugger nicht hilft, weil wenn man es laufen lässt, der hält sich ja so sehen, kommt er dann, ne? Ja. Völlig neben dem Thema. Ja, das ist halt bei EEPROMs und Flash so mit Haltbarkeit schrecken. Anzahl der Schreckzyklen, was würde so wissen? In meiner Erfahrung. Kriegt man es kaputt und ja nicht. Ja, also ich sag mal so, man redet so in der Größenordnung von 100.000 Schreibzyklen. Ja, ich kann es jetzt aus dem Automotive-Bereich sagen, wir haben da verschiedene adaptive Größen, jetzt bei Sensoren zum Beispiel Offsets, die gerechnet werden, die werden im Fahrzeug beim ESP-System bei 5 Kilometer, 12 und 30 Kilometer abgespeichert, also dreimal pro Lebenszyklus, und damit kannst du dann das Auto, ich weiß nicht wie oft, ein- und ausschalten und dann 200.000 Kilometer fahren, ohne dass der kaputt geht. Also man muss schon mit viel Gewalt an die Sachen rangehen, um die Sachen wirklich kaputt zu machen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Bei internen Flashes im Mikrocontroller gibt es einige Hersteller, die es nicht im Griff haben. Da kann es dann auch mal sein, dass dann also zumindest die es nicht mutig spezifizieren, kann ich auch sagen. Ich habe noch keinen kaputt gekriegt,
aber die sagen dann halt so nach 10 oder 100 Mal, wird es kaputt sein. Aber auch 100 Mal flashen, das passiert auch nicht am ersten Tag. Ja, FPGA gegen CPLD, waren wir nur so in den Sinn gekommen, FPGA, dann ist es ein Begriff, das sind diese programmierbaren Logiken, beides. Ja. Was ist eigentlich der Unterschied dazwischen? Dann FPGA ist RAM-basiert, ja, da ist sehr, sehr viel RAM drin. Ja, auch diese logischen Funktionen, also man hat dann immer eine Summe von Eingängen, beim FPGA sind es oft 4. Und dann Ausgänge, ja, und die kann man auch einfach durch ein RAM oder ROM darstellen, klar. Ja. Eingang ist Adressbus, Ausgang ist der Datenbus. Ja, kann man jede beliebige binäre Funktion darstellen. Ja. Beim FPGA ist das Boot-ROM dann notwendig, das heißt im Hochstart hat es dann so eine Sequenz, die dann abläuft, wo es sich erstmal die Daten reinzieht und sich dann konfiguriert. Ja. Ist relativ langsam sogar, also das dauert ein paar Millisekunden, das ist bei mir langsam. Ein CPLD Flash-basiert, ja, ist sofort da und hat sehr wenig Speicher. Man kann zwar große logische Funktionen darstellen, aber wenn man viel speichern muss, dann muss man mal schnell beim FPGA. Ja. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu den Mikrocontrollern. Ja, da gibt es dann immer so den Begriff der Timer. Fragen können übrigens jederzeit gestellt werden. Timer, was machen die? Ja, es ist nichts. Ne, die zählen. Deswegen heißt es ein Timer. Timer Counter sagt man auch. Ja, die zählen Ereignisse. Ja, ein Counter zählt Ereignisse, das können Flanken sein. Ja, dann gibt es einen ganz speziellen Counter. Ja, das ist dieser Quadruple Counter, der hat 2 Eingänge. Wurde damals in der mechanischen Maus eingesetzt. Man, links und rechts, muss ja irgendwo da. Es reicht die Flanken nicht aus, man muss auch die Drehrichtung haben. Ja, da gibt es nur einmal ganz kurz einen Weiter, zwei Weiter. Da sieht man so die. Na, da gibt es dann immer so ein Ding, wenn man von 00 nach 01 geht, dann weiß man, dass man in die eine Richtung geht. Und 00 nach 10 geht man in die andere Richtung. So kann man im Prinzip mit 2 Signalen die Drehrichtung machen. Das ist der Quadruple-Eingang. Ja, auch das wird vom Mikrocontroller teilweise in Hardware schon angeboten. Und dann sind die Timer dafür da, um Zeit zu messen. Ja, Zeit messen natürlich auch intern, einfach um ein Betriebssystem mit Zeitrastern oder sowas darzustellen, um eine Uhr zu haben. Ansonsten haben diese Timer hardwaremäßig auch oft Eingänge, die bezeichnet man als Capture-Eingänge. Ja, und Ausgänge, Compare-Ausgänge. Ja, Capture-Eingänge, da geht es dann im Prinzip darum, einen Zeitpunkt zu messen, und wenn man 2 Zeitpunkte hat, dann hat man eine Differenz, da kann man Frequenzen messen oder Pulsweiten mitmessen. Ein Capture-Eingang ist eigentlich sehr einfach. Wenn jetzt eine Flanke passiert, dann wird der Timer einfach abfotografiert in ein anderes Register. Der Timer läuft natürlich frei weiter und man kann dann irgendwann zu einem Zeitpunkt mal nachgucken, wann das Ereignis eingetreten ist. Ja, weil die Timer rennen halt manchmal so schnell, dass dann irgendwelche Interrupt-Latenzzeiten das Ergebnis einfach zu deutlich verfälschen. Beim Compare-Ausgang, das ist eigentlich die Möglichkeit, um PWM, pulsweiten modulierte Signale, zu erzeugen. Pulsweiten modulierte Signale ist eigentlich das Maß der Mittel, das ist ein Dimmer, ja, wo man die Lampe nicht ständig einmacht oder aus, ja, sondern was dazwischen. Dann macht man mit hoher Frequenz, kann man die Pulsweite im Prinzip modulieren, und je nachdem, wie viel Prozent man anhat, so hell ist das Ding. Ja, das sind PWM-Signale. So, Eingang, jetzt was hat der Timer für Eingänge? Zähler, da gibt es die Möglichkeit, steigende, fallende oder beide Flanken zu zählen. Ja, ein Timer hat dann auch, wenn er als Timer verwendet wird, dann eigentlich immer einen Vorteiler, der irgendwie von der Systemfrequenz abgeleitet ist. Ja, und da werden dann immer mit Zweierpotenzen in mehreren Schritten kann man dann den Timer so einstellen, dass er mit seiner begrenzten Bitbreite halt die Sachen zählt, die man zählen will, die Zeiträume messen kann, die man messen will, in der Genauigkeit, die man messen will. Manchmal gibt es auch die Möglichkeit, Timer miteinander zu koppeln, dann kann man das sehr viel feiner einstellen. Wenn man vorher einen Timer hat, der eine genaue Frequenz ausgibt, dann kann man das als Eingang für den nächsten Timer nehmen. Da gibt es dann solche Kaskaden.
Timer Register. Ja, gerne 8-Bit Timer, 16-Bit Timer, vielleicht manchmal auch 32-Bit Timer. Es gibt das Reload Register. Ja, ein Timer, im Normalfall zählt er frei, eben mit dem Vorteiler. Und wenn er dann überläuft oder unterläuft, dann muss er nicht unbedingt bei der Feierpotenz, also bei 255 oder 65.535 anfangen zu zählen, sondern dann kann man ein Reload-Register